So, weiter geht's jetzt hier mit dem Steel Rising Let's Play. Hier machen wir, würde ich sagen, jetzt halt erstmal den. Holen wir uns hier jetzt mal die Nebenquests, die wir hier an. Ja, gut. Das hätten wir dann auch soweit. Und dann würde ich sagen, machen wir noch den Investigated Death und go to. Halt die Nebenquests, die wir hier an, machen wir jetzt auf jeden Fall noch gerade, würde ich sagen. Wie ich schon wiederholt habe, aber ja. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir jetzt hier überhaupt da hinkommen können. Weil hier geht's nicht weiter. Na gut, hier können wir halt über den Zaun, ne? So, in etwa. Dann können wir hier auf die andere Seite wieder zurückzukommen. So warum durch, ne? In etwa so. Okay, warte, was? Na gut, ich würde sagen, wir machen die Exchange-Zeit für vorher. Ah ja. Weil da müssen wir eh lang, damit wir überhaupt, bevor wir weiter zurückkommen. Also gut, dann machen wir hier erstmal zu der Exchange Site. Wird zumindest am meisten Sinn machen, weil ich da am besten hinkomme gerade. Ja gut. Und abgesehen davon, dass ich halt eine miese Endurance habe. Oder halt eben nicht, weil hier ist das Ding versperrt. Und sonst gibt es hier auch keinen Weg durch, ne? Das heißt, es war maximale Zeitverschwendung gerade. Also musste ich eh da lang, wo ich gerade wieder hin wollte. Naja. Also auch mal ein Resignation Letter. So. Also gut, dann halt eben wieder so zurück. Und hops rüber. Na, dir schenke ich keine Beachtung. Was da drüben ist, hole ich mir aber trotzdem. Nur ein Cast Iron. Essence of a Noble Spirit. Na. Okay, das so konnte ich jetzt halt nicht wirklich ignorieren. Okay, warte, was? So. Jetzt ab hoch. Und wieder ab durch die Wand da backtracken. Und außerdem, da war doch gerade was. Fällt das jetzt eigentlich? Das ist die dritte Aufnahme, ne? Also, dann nach dem Part sind wir hier eigentlich durch für die Session. Wie gesagt, ich bin damit durch. So, hier die Tür kann man mal aufmachen. Hab ich irgendwie gar nicht gesehen vorhin. Ich bin mir hier war mal schon durch halt. Also gut, wo kann man jetzt hier zur Exchange Site und zum Dev und zu der Investigation Site? Also ja. Was ist dieses Licht und woher kommt das überhaupt? Achso. Und schon wieder aufladen. Also gut, jetzt sind wir wieder an der Carriage angelangt und jetzt können wir halt eben hier halt so durch. Ja, jetzt sind wir wieder dort, wo wir angefangen haben. Also gut, ab darüber. Wie ich dann. Also jetzt Exchange Zeit. Wie weit weg ist das bitte? Naja, sehen wir ja. Ihr könnt mich ja eh nicht, könnt mir ja eh nichts gerade. So. Schön an euch vorbei. Weil ihr seid eh nur Zeitverschwendung. Und dann halt ab da hoch. Okay, da kann ich nicht hochspringen. Ja gut, das wäre eigentlich am Anfang klar gewesen, wenn ich das mal ein bisschen genauer beachtet hätte. Aber naja. Also gut, jetzt haben wir es auch gleich erreicht. Kommt nicht, jedenfalls. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir jetzt komplett wieder backtracken hier, oder was? Ja, was? Ich muss hier eigentlich gar nicht mehr runter, oder was?
Naja, was soll's. Dann halt eben so und lang hier weiter. So, was jetzt hier passiert? Dieu du Puissant, Madame de Polignac. It's dreadful ages. All is lost. How were you able to leave Saint Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. What are you doing here, madame? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place, then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself, the children are nowhere to be seen. Oh, Monsieur Clary, he was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. Oh ja. Na gut, dann machen wir das dann noch gerade hier. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Bitteschön. Four horses for three men. Ja, das macht Sinn. Red cap with a rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. Ja gut. Perhaps Madame de Polignac will know what this means. Madame. The attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège? That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. Over here, there are four dead horses, and the body of a third man wearing a red cap. Four horses for three men. That means one assailant managed to get away. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush, and they knew every detail of our plans. We were betrayed. But surely the ambush did not go exactly as planned. Three of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. The riders did not make it, madame. They perished at the hands of the royal army. Sainte Mère de Dieu, c'est une catastrophe. The Marquis de Lafayette must be informed of this terrible turn of events. Without delay. I shall see to it, madame. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie. Naja. Das heißt, hier müssen wir jetzt halt eben wieder zum Marquis de Lafayette, um das halt eben zu berichten, worum er der ist. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal halt eben noch die andere Sache machen und dann kann man das eigentlich nur gerade berichten gehen und dann sind wir hier soweit durch eigentlich. So, dann ab hier rüber und weiter durch. Ich bin eigentlich egal, was sie machen. Uns können sie eh nicht aufhalten. Das habe ich natürlich jetzt benutzt, um den Fall zu bremsen. Ja. Egal. Einfach ab hier weiter durch zum. Zu der anderen Location hier. Aber du weißt, was man das gerade. Ja. So. Irgendwie muss ich dann auf jeden Fall die Ausdauer bei dem Ding steigern. Weil das da ist auf jeden Fall nicht so wirklich was. So schnell wie ich hier da durchbrenne. Ich
Ich bin klar, ich komme damit klar. Das sieht man ja auch in den Laufen der Folgen, dass ich es hinkriege, halt eben auch mit der Ausdauer alles und jeden Platz zu machen. Aber so wirklich ideal ist es auch noch mal nicht, so auf wenig Ausdauer zu kämpfen. Na gut, anders jetzt. Ja, wenn man sich so beschweren kann, dann hat man eigentlich keine Probleme. Also gut. Wie sind wir. Warte, was? Also, wo sind wir da? Das letzte Mal hoch. Das war doch dasselbe Bereich. Oder nicht? Natürlich. Also, komm her. Also ab hier hoch. Ja. Natürlich. Das war einfach ein Stockwerk höher. So. Ja gut, die hätte ich vielleicht lesen sollen, aber naja. Question the... Kommt der Mirabel? Achso, wer legt das bitte schön auf die Leertaste? Was ist denn mit denen falsch? Naja. Also gut, Correspondence. Ja. Also Mages, Main Quest, Side Quest. Also ich muss so oder so wieder zurück nach Luxemburg. Oder wie? Sidequest, Characters, Mainquest. Ja, dann passt das doch super. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal zum. Kommt ihr dem Mirabel? Würde ich sagen. Oder was? Wo ist denn der? Naja, egal. Dann aber es kommt hier rein. She's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur. Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago. The representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille.
I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Ja gut, das heißt, jetzt haben wir den Teil mal abgeschlossen, das heißt, jetzt brauchen wir den Comte de Mirabeau. Also hier immer. Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? I found a note written by Eugène de Vaucanson. He mentions the death of the Dauphin at Meudon. What happened that night? How should I know? The child passed away at Meudon. I was in Versailles. Eugène de Vaucanson told you nothing. The only thing he was willing to tell me was that something terrible had happened, and that the circumstances leading to the Dauphin's death were not exactly as described. One thing for certain is that he was extremely upset about what happened, so much so that he refused to spend a single day more in the king's service. But he has apparently changed his mind. Besides the king and Monsieur de Vaucanson, who else witnessed these events? Well, if they followed protocol, Monsieur Le Monnier, the first physician to the king, he must have performed the autopsy on the child. Where can I find him? He lives in Versailles, near the chateau, but he has a practice here in Paris, on Rue Saint Thomas d'Enfer, in the Quartier Saint André des Arts. Goodbye, Monsieur le Comte. Also die Sidequest machen wir dann mal anders Ages, weiter. A word, was wenn? Warte, wer? Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Goodbye, Monsieur le Marquis. Was? Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Goodbye, Monsieur le Marquis. Ja, doch nicht. Na. Also, Dr. Nemonias Jury ist dann halt noch was anderes, was man noch machen kann. Was soll ich das? Ja, ich würde sagen, das mache ich gerade noch schnell, dann machen wir ist jetzt Schluss mit dem Part.
Naja. Das wird jetzt wahrscheinlich nur kurz reinschnitten, wie ich das Ding gerade aufgesammelt habe, was ich an dem Doktorsplatz aufsammeln sollte. Weil, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Ich meine, das war einfach eine halbe Ewigkeit, die ich hier rumgesucht habe, nur um den Platz überhaupt erreichen zu können. Nur damit es dann halt eben absolut nutzlos gewesen ist. Ich meine, das ist einfach so ein Ding, was man da nicht mal, wie heißt es? In der Cypher, ja, das muss man noch entschlüsseln. Das ist einfach maximal lästig. Wie auch immer, dann würde ich sagen, sind wir hier durch mit dem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.